Vancouver an der Westküste Kanadas. Ausgangsstation für viele Work-and-Traveler. Wer an so einem Programm teilnimmt, finanziert sich die Kanada-Reise mit Gelegenheitsjobs. Auch der 18-jährige Oliver Maas muss arbeiten, um hier leben zu können. Vor 4 Tagen ist Oliver aus Brandenburg an der Havel hierher gekommen und die Reisekasse ist schon fast wieder leer. Morgen fängt Oliver mit dem Geldverdienen an. Heute will er noch einmal die Freiheit genießen. Mit Backpacker-Kollegin Toni ist er unterwegs ans Meer zu einer Speedboat-Tour. Hi. So, hi, Eric. Oh, hello. We want to do the boat tour. The Sea Safari. Yes. Yes, the Sea Safari. Oh, die Meeressafari ist ein 2-stündiger Bootstrip im House Sound. Dort befinden wir uns gerade. Das macht eine Menge Spaß. Ihr habt auch einen Blick auf die Stadt. Und natürlich könnt ihr eintauchen in die Tierwelt, je nach Jahreszeit. Mit fast 70 Euro ist die Tour eigentlich zu teuer für Olivers Reisebudget. Aber ab morgen soll ja wieder Geld reinkommen. Jetzt hoffen Oliver und Toni, dass es sich auch lohnt. Auf jeden Fall wird für den Preis eine Menge Ausrüstung geboten. Alles zum Schutz gegen Wasser und vor Verletzungen. Brutal. Ich brauche da gar kein Blut. Überbewertet. Es ist so verdammt heiß. Wart's nur ab. Mit dem Wind in deinem Gesicht wird es gleich abkühlen. Ausgestattet wie für den Film Armageddon geht's zum Schnellboot. Ich heiße Jess und das ist Torin. Wir sind heute eure Tourleiter. Ich habe ein paar Sicherheitshinweise, bevor es losgeht. Der gefährlichste Part unserer Reise ist, den Fuß hier raufzusetzen, auf den Sitz zu steigen und dich hinzusetzen. Volle Fahrt voraus geht es vorbei an den Küstengebirgen des House Sound. Das Speedboot ist mit 4 Powermotoren ausgestattet und fährt mit einer Geschwindigkeit von mehr als 50 Stundenkilometern. Jetzt nur nicht seekrank werden. Das ist halt Kanada. Berge, Meer, groß, wahnsinnig weit, ist einfach klasse. Ich bin begeistert. Deutschland, ihr kommt nicht zurück. Jetzt fehlen der Safari nur noch ein paar Tiere. Das Meer vor der Küste British Columbias gehört zu den artenreichsten Lebensräumen der Erde. Also, wir halten Kurs auf die Felsen. Das sind die Pam Rocks. Dort leben Seehunde in freier Wildbahn und Vögel. Oh Gott! Das ist aber schon unbequem aus, wenn ich das auf der Seite liegen. Zum Abschluss dreht Jess die Motoren noch einmal voll auf. Nach 2 Stunden ist die Meeressafari zu Ende. Oliver ist völlig euphorisch und nicht mehr an festen Boden gewöhnt. Es ist ein bisschen zittrig noch in den Beinen, dieses ganze Umhergespringe. Aber jetzt wird es langsam wieder besser. Super klasse. Es hat einfach nur Spaß gemacht, übers Meer zu brettern. Wirklich witzige Erfahrung. Zurück in Downtown trifft sich Oliver mit den anderen aus seinem Reiseprogramm. Es ist sein letzter freier Tag. Ab morgen muss er arbeiten und früh raus. Keine Ahnung, so lange sie mich nehmen. Wahrscheinlich nur morgen oder so. Und ist es weit von hier? Ja, ist in Richmond. Ist, also ich muss halt um halb sieben muss ich oben sein. Das ist halt krass. Ja. Das ist abartig, weil ich muss so spätestens um 6 losfahren. Ab Montag. Okay. Wenn halt so rechnest, also, für die Bezahlung. Das ist wahrscheinlich eine schwere körperliche Arbeit. Ich werde abends total im Eimer sein. Aber dann kannst du trotzdem nicht hier bleiben. Hier unten.
Ja, weil es zu weit ist. Ja, ist es. Hm? Das ist es. Ja. Stopp. Das ist das Hostel. Vom Hostel geht es nach kurzer Pause weiter zum Strand. Jetzt zum Schluss sind wir jetzt eine halbe Stunde unterwegs gewesen von Guest Town, also Chinatown unten, nach Downtown, um zum Strand zu kommen. Ich finde, eine halbe Stunde ist ein Witz dafür, dass man jetzt hier direkt am Strand sitzen kann und man hat die Berge, man hat das Meer, den Sonnenuntergang. Das ist einfach klasse. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man halt in dieser Stadt jetzt lebt, das eigentlich jeden Tag haben kann, das ist wirklich eine geile Vorstellung. Und es ist schwer, Heimweh zu haben, wenn man sowas direkt vor der Tür hat. Natürlich fehlen einem die Leute aus Deutschland, seine Freunde, all die Menschen, die man sonst immer täglich rumgehangen hat. Aber es ist halt ein neuer Start gewesen mit Kanada. Doch das schöne Leben in Kanada will auch bezahlt werden. Deshalb heißt es Montag erstmal Zähne zusammenbeißen und im Morgengrauen maluchen gehen. Die Skyline von Vancouver an der Westküste Kanadas. Von hier aus startet Oliver Maas als sogenannter Travel Worker. Er will ein Jahr im Wechsel arbeiten und das Land bereisen. Heute ist sein erster Arbeitstag. Es ist 6 Uhr. Aus dem Hostel muss er heute wieder ausziehen, denn es ist ausgebucht. Das Geld für seine neue Bleibe muss er sich allerdings erst verdienen. Schluss mit Urlaub, Anfang mit Arbeit. Jetzt nicht so toll, weil halt Arbeit, aber naja, Geld muss irgendwie ran. Muss man arbeiten gehen, um 5:30 aufstehen, was auch unter aller Sau ist. Ja. Oliver hat bei einer Zeitarbeitsfirma angeheuert. Mit seinem Riesenrucksack geht's zum Dienst. Oliver soll heute in einer Druckerei anfangen. Er bekommt erstmal Arbeitsschuhe verpasst. Die sind einfach sicherer als meine Stoffschuhe, weil sie vorne Stahlkappen haben, aber ich habe keine Ahnung, wofür ich sie brauche. Alles, was Oliver weiß, ist, dass ihn harte körperliche Arbeit erwartet. Wenn du dort ankommst, frag nach Brian. Ich habe schon am Freitag mit ihm gesprochen. Er erwartet dich. Also direkt zu ihm. Frag nach Brian, wenn du da bist. Um 8 Uhr geht's los. Vorher hast du noch Zeit für eine kurze Einführung. Sein schweres Gepäck darf Oliver in der Zeitarbeitsfirma lassen. Auf diesem Arbeitspapier wird Brian deine Anfangs- und deine Endzeit eintragen. Dann wird er es unterschreiben. Du bringst den gelben und den grünen Durchschlag zurück und du bekommst dein Geld. Es geht los. Oliver fährt bei einer Mitarbeiterin der Zeitarbeitsfirma mit. Er weiß immer noch nicht, was auf ihn zukommt. Weißt du, was das für ein Job ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe dort selbst nie gearbeitet. Alles klar.